Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einer neuen Folge Alomo AFK. AFK war ich ziemlich lange, das habt ihr sicherlich bemerkt. Und ja, heute soll es mal drum gehen, warum ich so lange weg war und vor allem wo ich war. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, der ein oder andere von euch wird es bemerkt haben, ich war jetzt mehrere Monate lang nicht mehr aktiv, weder auf meinem YouTube-Kanal noch irgendwie beim Zocken noch irgendwo in irgendwelchen Livestreams vertreten. Und die Gründe dafür sind vor allem, dass ich so eine Art Null-Bock-Stimmung hatte in den letzten Monaten. Kurzes Beispiel, ich habe das letzte Mal ein Spiel an meiner Playstation geöffnet, das war die Aufnahme für das erste DLC von Black Ops 3, Versuchen und Verstecken. Das haben wir aufgenommen am 14. Februar. Ja, ich habe die Aufnahmen nie veröffentlicht. Ich habe das Video oder die Videos zum Teil geschnitten, aber ich hatte kurz drauf so eine Tiefphase. Ihr müsst bedenken, ich bin jetzt seit Oktober krankgeschrieben wegen meiner Schulter. Das hat mich irgendwie so in ein kleines Loch gezogen. Mir geht es mittlerweile wieder gut. Also die Schulter ist zwar nicht zu 100% wiederhergestellt, aber zu, sagen wir mal, 80% kann ich die jetzt wieder einsetzen. Aber ich habe einfach in der Zeit gemerkt, dass ich das Zocken gar nicht so sehr vermisse. Auf der linken Seite sehen wir jetzt übrigens eine Tafel mit der Nummer 22. Dieses Seezeichen markiert den sogenannten Teufelstich, ein Unterwasserberg, der vom Grund des Sees in ca. 90 Metern Tiefe fast senkrecht bis knapp unter die Wasseroberfläche reicht. Das Tauchen wurde übrigens nach mehreren tödlichen Tauchunfällen verboten. Ja. Dankeschön dafür. Ja, Zocken, ich vermisse es nicht. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich vermisse weder Destiny noch Black Ops 3 noch irgendein anderes Spiel. Wer mich in der Freundesliste hat, hat gesehen, dass ich trotzdem online war eine lange Zeit. Und das lag einfach daran, weil ich meine Playstation genutzt habe, um Serien zu gucken. Ich habe mich durch Walking Dead gearbeitet, Breaking Bad, ich habe alle Staffeln Lost geguckt, also so die ganze Riege von guten Serien. Ja. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte meine Playstation verkaufen können oder ich könnte meine Playstation verkaufen, ohne sie zu vermissen. Ich bin jetzt einfach, glaube ich, an einem Punkt, wo das Zocken, keine Ahnung, Nebensache geworden ist für mich. Und das wird den einen oder anderen jetzt natürlich schockieren. Klar, mein YouTube-Kanal, der besteht zu 90% aus Gaming. Mich selbst hat es auch schockiert, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, aber letzten Endes ebenfalls auf der linken Seite oben im Wald ist ein älteres Gebäude zu erkennen. Das ist der Burghof von Wallhausen. Der Burghof wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Burkhard von Tetting erbaut und dann 1362 von seinen Erben an die Kommende Mainau in Deutsche Dorn weiterverkauft. Im Verlauf des 30-jährigen Krieges wurde der Burghof allerdings völlig zerstört und im Jahr 1660 an dem jetzigen Ort wieder aufgebaut. Im Jahr 1805 ging der Besitz dann an das Großherzogtum Baden und befindet sich heute in Privatbesitz. So, das war die letzte Info. Müsste zumindest die letzte Info gewesen sein. Ja, wie geht's weiter, ist vor allem jetzt die Frage. Ich habe mir jetzt in den letzten 3 Jahren was aufgebaut. Vor allem mit diesem YouTube-Kanal natürlich. Und ich möchte das Ganze nicht einstampfen, keine Sorge, der Kanal, der wird nicht sterben, weil es ist trotzdem weiterhin ein großes Hobby von mir, aber es wird abseits des Gamings weitergeführt. Ich werde Vlogs machen, so wie diesen jetzt zum Beispiel. Ich habe Material für 3-4 Vlogs aufgenommen in der ganzen Zeit, in der ich jetzt AFK war, muss das Ganze nur schneiden und dann hochladen. Und habe Unboxings von Loot Chest, habe Unboxing von Gear VR, was ich mir gekauft habe, also so eine Virtual Reality Brille. Also das kommt alles auf dem Kanal, aber eben das Gaming wird nach hinten verlagert, um nicht zu sagen ganz eingestampft. Ich werde die laufende Serie, das Suchen und Verstecken, noch beenden. Das heißt, jetzt kommen dann in den kommenden Tagen die 4 Folgen vom ersten DLC. Ich glaube, am 19. April kommt dann das zweite DLC. Und eben 3 und 4 kommen dann auch noch auf den Kanal. Aber abseits davon wird es
vermutlich keine Gaming-Videos mehr bei mir geben. Ich bin mir bewusst, dass es sehr, sehr viele Abonnenten enttäuschen wird und ich verstehe, wenn ihr sagen würdet, okay, ihr werdet mir jetzt ein D-Abo geben, bin euch da auch keineswegs böse, denn ihr habt mich abonniert eben wegen des Gamings und wenn das Gaming dann wegfällt, dann ja, verstehe ich, wenn ihr eben kein Interesse mehr habt. Und ja, dennoch wird es einige, kann ich jetzt schon einige Ankündigungen machen, was die Zukunft angeht. Zum einen werde ich auf der Gamescom vertreten sein, auch wenn mich das Zocken jetzt nicht wirklich interessiert. Ich werde dennoch hingehen und hoffe, mich dort mit den Clanmates treffen zu können, weil das Ganze haben wir ja schon lange, bevor ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, entschieden. Ich hoffe einfach mal, dass ich mit den Clanmates, beziehungsweise teilweise Ex-Clanmates, die haben den Clan teilweise geliebt, weil ich jetzt einfach über Monate hinweg nicht aktiv war. Ich hoffe einfach, dass ich mit den Ex-Clanmates dann dennoch bei David unterkommen kann, weil wir haben auch eine Betteinlösung, die wir machen müssen. Jeder, der beim Wer kann am längsten streamen, nicht am längsten konnte, unter anderem ich, der schuldet eben der ganzen Gruppe einen Kasten Bier. Und ich denke, das wird eine riesen Gaudi, so viele Jungs mit so viel Bier, das könnte jede Menge Spaß machen. Aber wie gesagt, das Gaming selbst wird nach hinten angestellt und von der Gamescom gibt es dann eben auch nur Vlogs. Aber vielleicht besondere Vlogs müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt in den kommenden Tagen läuft mein Vertrag mit meinem aktuellen YouTube-Netzwerk aus. Ich bin noch bei Bandpixels, das ist ein Netzwerk aus den USA. Und ich habe damals, das waren die ersten, die mich angeschrieben haben und meinten, hey, möchtest du nicht vielleicht bei uns ins Netzwerk? Damals hatte ich, glaube ich, so 300 Abonnenten. Und das war für mich natürlich eine riesengroße Sache. So geil, YouTube-Netzwerk kommt auf mich zu, gehe ich sofort in den Vertrag rein. Ein Jahr lang war ich jetzt gebunden, habe den Vertrag mit denen gekündigt. Am 10. April ist dann Ende mit dem Vertrag. Ja, mittlerweile haben mich jetzt andere Netzwerke angeschrieben. Ich bin jetzt bei 880 Abonnenten und unter anderem auch ein deutsches Netzwerk. Pixfish heißen die, glaube ich, pixfish.tv. Da hoffe ich einfach, wenn ich bei denen ins Netzwerk kommen sollte, und dafür werde ich mich jetzt natürlich bewerben, dann werde ich mit denen einfach mal Kontakt aufnehmen und sagen, so, hey, wie schaut's aus? Schaut euch mal meine Vlogs vom Jahr 2014, 2015 an, von der Gamescom. Gerade 2014 war ja besonders interessant, wo ich so ein bisschen Backstage filmen konnte und so eine Art Presseausweis hatte über Alex, Chris und Palmers. Sollten die es hinbekommen, dass ich einen Presseausweis habe, dann könnte das Ganze wieder besonders interessant werden, weil mit so einem Presseausweis kommt man eben schon mittwochs auf die Gamescom und man kommt teilweise auch einfach an Orte, an die man sonst nicht kommt, an Schlangen vorbei und so weiter. Also das wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn das funktionieren wird. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, jetzt kommen die vier fehlenden Folgen von Suchen und Verstecken in den kommenden Tagen, also noch vor DLC-Release. Dann nehme ich eben die neuen Folgen auf, aber abseits davon wird es auf meinem Kanal kein Gaming mehr geben. Und ja, ich werde mit Vlogs anfangen. Erwartet jetzt nicht von mir, dass ich irgendwie tägliche Vlogs raushau. Dazu ist mein Leben einfach zu uninteressant. Ich weiß nicht, was ich euch da zeigen sollte. Ich bin ziemlich viel auf dem Schiff unterwegs, jetzt gerade, klar, habt ihr schon gemerkt, jetzt auch. Und ich habe Jahreskarten für den ganzen Bodensee. Damit kann ich einfach vom Ostufer ans Westufer fahren. Das sind, keine Ahnung, ich glaube 50, 60, 70 Kilometer. Da ist man den ganzen Tag unterwegs und das sind einfach so Sachen, die ich jetzt einfach für die Zukunft mal vorhabe. Das heißt, hier von wo ich wohne, ich kann es euch mal kurz zeigen, ich hoffe, man erkennt es. Also hier hinten der Ort, der sich hier hinter dem Führerhaus verbirgt, da wohne ich. Das ist so ziemlich am Westufer des Bodensees und ja, einmal komplett rüber nach Österreich oder zur Schweiz. Das werde ich einfach mal in den kommenden Tagen und Wochen in Angriff nehmen. Das ist eine ziemlich coole Fahrt, wenn man auf die Alpen zufährt und davon zum Beispiel eine Timelapse macht. Ansonsten habe ich einen Vlog jetzt schon fertig, wo ich in der Bodenseetherme war. Das war Teil meiner Therapie für die Schulter. Da kommt ein Vlog. Dann bin ich aktuell bei uns
ja, am Gärtnern, also am Frühjahrsputz quasi im Garten. Und da gibt es auch das eine oder andere, unter anderem eine einstürzende Mauer oder eine, ja, ziemlich einsturzgefährdete Mauer. Das ist eigentlich eine recht interessante Geschichte. Wenn ihr die sehen wollt, die kommt auf jeden Fall. Und ja, jetzt lasst mir doch mal bitte in den Kommentaren da, was eure Meinung ist, ob ihr mich verstehen könnt. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, ein D-Abo dalassen, da habe ich gar kein Problem mit. Das ist mir bewusst, wenn das jetzt kommt und das jetzt vereinzelt von euch kommen wird. Ich würde mich dennoch freuen, wenn ihr mir weiter treu bleibt und mich einfach so ein bisschen durch mein Leben begleitet. Wie gesagt, Gamescom steht an. Ich schau mal, am 15. April findet in der Schweiz am Bodenseeufer in Abon eine Call of Duty LAN statt. Also die ist, glaube ich, von worldofgames.ch veranstaltet. Da geht es unter anderem um, also die LAN ist für Counter-Strike, für World of Warcraft, ich glaube für League of Legends und eben auch für Call of Duty. Allerdings haben sich aktuell nur sehr wenige Teams angemeldet, unter anderem Fab Games, allerdings nicht die ehemals Fab Games mit Barca, sondern Falaxi und noch irgendwie ein paar andere, deren Namen mir jetzt gerade nichts sagen. Ja, auf jeden Fall werde ich versuchen, dort vorbeizuschauen. Ich muss mal gucken, so wenig wie sich angemeldet haben, und mit 32 Teams haben die geplant, angemeldet sind aktuell 2. Ob das Ganze stattfindet. Wenn es stattfindet, dann werde ich da gemütlich mit dem Schiff rüber tuckern und euch auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten liebäugle ich mit der ESWC, also mit der großen europäischen LAN in Call of Duty. Die findet das Finale findet am 7. Mai statt in Paris. Und mal schauen, vielleicht kriege ich es tatsächlich hin, da vorbeizuschauen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich war noch nie in Paris und da werden bestimmt so namhafte Teams wie Optik vertreten sein. Alle großen europäischen Teams werden da ganz bestimmt vorbeischauen. Und das würde ich mir gerne mal angucken, weil auch wenn ich selber nicht mehr am Spielen bin, interessiert mich dennoch so die Competitive-Szene von Call of Duty weiterhin. Die verfolge ich weiterhin aktiv und ja, das ist wie gesagt ein Plan. Ich kann noch nichts versprechen. Ja, für mich geht es jetzt heim. Ich habe jetzt einige Stunden auf dem Schiff verbracht, habe Videos geschnitten, einfach damit ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Trott rauskomme, den ich jetzt die letzten Wochen und Monate hatte. Und hier auf dem Schiff lässt sich es eigentlich ganz gemütlich arbeiten. Unter Deck ist schön warm, dabei kann man Kaffee trinken und in aller Ruhe arbeiten. Wie gesagt, lasst mir mal eure Meinung dazu da, wie es jetzt mit meinem Kanal weitergeht, ob euch das gefällt, ob euch das nicht gefällt. Und in diesem Sinne, ich lasse euch jetzt noch eine kleine Timelapse da. Haut rein, euer Alum. Kleiner Nachtrag noch. Ich bin gerade am Schneiden hier vom Vlog und habe nebenbei so ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Unter anderem das Video, das aktuelle von Casey Neistat. Und da geht er darauf ein, dass er hier diese Phantom 4 Drohne von DJI verlost und ja, man per Snapchat mitmachen kann. Ich habe es einfach mal gemacht, drückt mir die Daumen, ich fände es richtig cool, wenn ihr mir auf Snapchat folgen wollt, dann ist hier das entsprechende Bild für euch, einfach mit Snapchat scannen und ja, vielleicht kommt da hin und wieder einfach mal so eine Kleinigkeit. Schaut einfach mal vorbei.